Ja, wir sind von da auch, wie Friedrich Klemann in Potzhusen. Und Friedrich Klemann, mit der wir uns unterhalten, über das, was hier in der Zweistromland zwischen Leder und Jümme in der letzten Zeit im 20. Jahrhundert passiert ist. Ja, überschrieben, ich habe ein Böckchen von ihm mitkriegen, ist das Ganze mit einem Lütchen Gedicht. Und das ist von Ernst von Wildenbruch. Und Ernst von Wildenbruch schrieb hier in seinem Gedicht Zukunft und Vergangenheit. Wie die Väter einst gestritten, was sie trugen und erlitten, sagt euch der Geschichte Buch. Lasst es nicht Papier nur bleiben, in die Seele müsst ihr schreiben, einen Wahr- und Lebensbruch. Denn sie schufen und erbauten, weil der Zukunft sie vertrauten. Ihre Zukunft, das sind wir. Das ist ein mooies Brückje. Ja. Und das sagt eigentlich so ein bisschen, dass man doch immer optimistisch sein muss. Und das hört ja auch mit dem Leben mit. Das mit der Zukunft, ja. Optimistisch in die Zukunft sein. Ne? Wir haben die 10. Juni 2015. Und Herr Klemann, nur vertellen Sie uns mal eben, wo sind Sie geboren und wann sind Sie geboren? Tja, geboren bin ich 1942, 26. Mai 1942, geboren in Leier, im Krankenhaus, ja. Mehr oder mit mir West. Aber Urbosen sind Sie woanders? Urbosen in Rinzeldörp, das ist ein Ortsteil von Potzhusen, südliche Teil von Potzhusen. Früher wäre das, wo das so sagt, da wohnen die Kolonisten, die so früher sind, denn die, da war auch ein Teil, da war Rinzeldörp mit Mauer, da haben die so ein Mauer ansiedelt mit ein bisschen Land und dann selbstständig gemacht. Da sind Sie anfangen zu Törf genommen? Ja, ich bin auch noch mit in die Törfstrukturen involviert worden. Wir sind dann als Kinder oben von Hochmauer in die Törfpütten gesprungen. Ja, wie hoch war die Törf da denn? Ja, und 3 Meter. 3 Meter doch? 3 Meter, den die aufbunken, ne? Ja. Aufbunken und dann, wo die Törf grau. Ja, ja. Und unten in den Törfpütten, da kam dann ja so ein zweiten Schmeringkram, das wird nicht mehr für Törf geeignet. Nee. Da kommen wir mit Blaufelten dann so vom Boden inspringen. Das war uns Hobby dann so ein bisschen. Das war Hobby, ja. Und was wir dann auch mit dürfen, mal mit Ohrs, was ich früher auch noch mitgemacht habe, mit Ohrs in den Törf holen. Ja. Und Mauer. Ja. Dann war das Mauer so weg, da konnte die Ohrs gar nicht lupen, dann muss wie Törf und Wagen hindrogen. Das war so in der Region, dann ja, habe ich die hindrogen. Ja, das war ja in der Zeit gar nicht anders möglich. Da war es mal klar geworden. Nee. Man hat sich quasi die Möglichkeit mit ein paar Klumpen und das Pferd halten, aber wie die Ohrs und Wälder gar nicht aussehen. Trippen, sei wie denn, ja. Ja, und das war ja. Wo sie hier aufwachsen sind, erstmal Moor, aber um Tau, in das natte Dreieck hier, das Mesopotamien von Ostfriesland, da in das natte Eck sind sie aufwachsen. Da sind wir aufwachsen. Ja, und da haben sie ihre Kindheit verbracht. Und als Jung haben sie sich auch mal Spaß an das Bau gehabt, wo andere darüber achten sind. Aber was das nicht so, wenn sie mit Boot und mit Schöwels. Ja, Bootchen habe ich eigentlich weniger, weil wir Kanal oder Leder ja nicht direkt bei Hus hatten. Nee. Wir werden ja auf die Vorflutes angewiesen, die großen Tochsloten. Aber wenn Land ohne Worte stund? Ja, wenn Land ohne Worte stund wohl, aber das wäre ja Zastin und Winters in erster Linie. Ja. Sommers kommen dann wohl mal in das Land Pötchen, sehe ich wieder. Mit Blaufelten kommt das dann hier nach dem Land. Aber in der übrigen Zeit war es natürlich kalt, hat man da. Ja. Spaß an der Boot. Wir haben ja mehr Last als Spaß an Wasser hat, ne? Ja. Mehr Last mit Wasser. Ich wär, ich weiß nicht, wo alt ich bin, so nicht in Schuljahr. Nicht erste Schuljahr, da wo mein Papa auch mal nachts abraupen. Henrik sagt, klar, wenn dann ferner, Henrik, du musst abstauen, in Rinzeldörf ist ein Dickbrocken. Muss er hinter Sandsacken vollmachen und dann dick schürzen, Wasser wohl über dick. Und ja, das blieb dann so in Erinnerung, wenn man so nachts aufwacht wird und an Fenster kloppen und ich höre das dann mit als Kind. Sie sind auch hier in der Schule gegangen? Ja, in Potzhusen. In Potzhusen, in Volksschule, zweiklassige Volksschule. Ja. Da war es von 1. bis 4. und dann von 5. bis 8.
Lassen jeweils in ein Glas zusammen. Jeweils in ein Glas. Ja. Hauptlehrer und Lückemeister sind es dann. Ja. Und sie haben dir genug belehrt? Meine ich wohl, für mein Verhältnis. Das denke ich auch wohl. Ja. Ich habe auch immer relativ Spaß an Lernen, obwohl ich auch bloß 8 Jahre mit Volksschule entlassen bin. Aber mir hat eigentlich immer Spaß gemacht. Ja. Obwohl wir mussten 3 Kilometer lupen nach Schule. Erst wenn ich nach Ostkaffee geraten. Ja. Nicht? Und das war ja in der Nachkriegszeit, wir sind dann aus allen die Proben von Kluttentiet. Ja. Wenn die Leute von Westfalen kommen mit so Hausbedarf von Knopen und Gummilitzen und. Also, das war vor allem in der Notsituation Geld vermachen, denn da was für Hörer den nutzen, dass sie überhaupt kriegen konnten. Ja, und die tauschen das dann ja, der wie gegen Edenswohr. Gegen Speck und Eier. Speck und Eier, nicht? Da kann man ja was mitmachen. Ja. Das hätten dann ja noch so in Erinnerung, das war ja einerseits ja negativ. Ja. Nicht, dass das so gewesen muss. Aber anderen haben sich damit das Leben geholfen. Und was wäre mit in der Schultät, als Kinder, dann muss man auch gerne was mithelfen. Das wäre ja einfach so üblich. Ja. Ob das nur hängen zu Tuffelsäcken oder Rohrbinden oder sonstige Sachen. Da wissen Sie aber gerne mit alle. Da wäre ich halt in der letzten Schule geworden. Ja, genau. Nicht? Und, Sie sind von 42. Die Kriegsjahre haben Sie ja nicht bewusst mitbelebt. Nein, Krieg nicht. Aber von dem, was die Olden denn so erzählt haben. Ja. Olden, Bekannten und Nobles, die haben so gesagt, über den und jenes unholen. Ja. Was haben Sie dort für Erinnerung an der Zeit? In Erinnerung habe ich noch, als Nordkrieg, die Polen werden ja noch dort. Das wäre ja sozusagen. Polen waren die Kriegsgefangenen. Und die werden ja in Krieg dort. Ja. Die werden ja für den mal in den ersten Jahren gefangen genommen und kamen mir dann als Arbeiter, wurden die geinsert, die Polen. Ja. Auch wie die Buren hier wurden die dann, du kriegst da und du kriegst da. Und die sind zum Teil auch mehr Jahren hier, oder? Die haben mehr Jahren hier, wenn zum Teil auch vernünftig Lü. Ja. Das Problem wäre bloß, sie sind nicht wie jede Burgeld behandelt worden. Nee. Das wäre leider so, was auch die, das Brauchtum so, dass die Arbeiter dann zweitklassig an sein wurden. Ja. Und die Kriegsgefangenen, die hier werden ja alle mal. Ja. Und dann kamen die dann auch hier noch, die Polen. Als Krieges. Nein, Nordkrieg. Nordkrieg. Ja. Die blieben hier jetzt ein Teil, weil sie auch mitgeholfen haben hier in der Versorgung von den Betrieben. Ja. Und, aber da wurden das dann in kritischer Zeit über mit den Polen, die machen gerne mal was mitgehen lassen. Ja. Nicht? Und da sie ist doch so in, ja, das ist mal angeboten. Ja. Aber da hat sich die Ansicht dann ändert über die Polen, weil der wenn da was fehlt, dann hat er immer da den Polen mitgenommen. Ja. Haben sie mitgenommen lassen. Und sie brücken auch in, haben bei uns auch mal auf Pfingsten in Brücken das Fenster und haben dann uns Pfingsten Socken, mehr oder weniger einen dicken Stuhl backt und einen Hauenschlag zu Pfingsten. Na, was wäre? Und da haben sie sogar uns Pfingstenhauen mitgenommen. Ja, okay. Ja. Ja. Das war natürlich nicht so mooi. Nee. Aber hier sind auch ja noch Kriegshandlungen gewesen, ne? Ja. In der Gegend. Direkt in Dörp. Direkt in Dörp. Weil Potsusen liegt hier ja zwischen Leder und Jümme. Ja. Und Feenkanal, was auf Südsicht von Potsusen, der Rauderfeenkanal. Ja. Und dort haben die Wehrmacht, Herzog, da ja die Deutschen, haben sich dort achter verbarrikadiert. Mhm. Und dort sind die Polen und Engländer von Süden her kommen Richtung Poppenburg. Ja. Und wollen das Land auch innehmen, hier die Potsusen und so weiter. Und da satten achter die Dicken, satten ja die deutsche Soldaten. Ja. Und da haben sie so lange, bis das dann echte Kriegshandlungen wurden, haben sie ja alle Kotzkoppen, Brücken sprengt. Ja. Das haben die Deutschen gedacht, wie so down, dass die Polen nicht noch kommen konnten. Oder abzuholen, Und dann erst von Feenkanal sind Rögels gegangen, die Deutschen nach Ledau hin. Ja. Da haben sie Potsusen von Datsied, von Südsied, dann noch bekämpft. Ja. Und da sind die Deutschen wieder zurückgegangen, hier nach Jümmer hin, der hier auf Nordsied achtet. Gegen uns liegen da, die Jümme Dicken. Mhm. Da sind die Polen und Engländer dann verrückt. Und in dem Bereich, da hätte ihr Vetter da auch 3 Wege, Feuerweg hätten anholen, wo sie Kämpfe hier stattfinden. So wollt Mann gegen Mann und Panzer gegen andere Geräte. Ja. Und da sind Potsusen 70% von den Potsauser Häuser, die wir zerstört. Ach du Leute. Großenteil überbrannt. Ja. Und hier werden noch knapp 30
Soldaten, die hier in Patrouillen fallen sind. Ja. Ja, deutsche Soldaten, die ganz Deutschland ja, ja. hier kämpft haben, ja. gegen die Polen und gegen Engländer. Ein Patrouillen ist ein wichtiges, hier ein Naubes wichtiges, dann würden Nordsplitter auch um Leben kommen. Ach. Ja. Und die Kriegshandlungen werden ja so, mhm. da konnte ja kein Mensch versorgt worden, die Soldaten, die fallen sind. Die bleiben auch die erst liegen bei der Kriegshandlung, daumenlang. Ja. Und das hat mein Vater auch immer erzählt, dass sie dann die Soldaten begraben mussten, dass das eine ganz schwierige Sache ist und auch stur. Ja. Und die. Dann nehmen die ja mit, ne? Die Polen und die Engländer, die haben um alles, was zu bewegen, die haben die auch geschoten. Da werden ja, ja dann gibt Listen, wo so viel. Hundert und so viel Kerle dort geschossen sind und Pieren, wollte all die hier noch werden. David ja. wird Pieren hier beschlagen auch. Ja, genau. Wurden hier zu Kriegszwecken benutzt. Und die Pieren haben sie auch dort geschossen? Die haben sie alle dort haben sie bewusst gemacht? Bewusst, ja. Ja? Ja. Und weil, die Leute schämen? Ja, als Kriegshandlung. Denn ja, nicht. Ja, ja. Und mein Vater hätte noch erzählt, wir mussten ja wochenlang, wie nach dem Notkrieg, als der Krieg zu ehren wäre, mussten die hier beseitigt worden. Ja, denn. Ja, gab es ja keinen Tierkörperbeseitigungsanstalt, nee. Ne? Und hier wäre ja auch enorm Bombeneinsatz west. Hier wäre ja. ja überall das Heil dort, wenn die großen Bomben trifft es. Ja. Und dann nimmt sie zum Beispiel ein Kerl oder ein Pferd an langen Strick mit einem Pferd um Bombentrichter Tau, dass die Kerl in die Bombentrichter ja. fallen und dann werden sie weg. Ja. So haben die das ganze Fee insgesamt ein paar hundert beseitigen muss. Ja. Und in Dörp, die Kriegshandlungen, die haben auch ganz enorm West im Krieg. Die Husen sind Dörp first worden, oft auch noch Lüwen. Aber in Wirklichkeit bloß in den letzten Tagen. Ne? Nur in der ja. kritischen Zeit, in April 1945. Ja. Ja. Und da haben sie die Lüal weggestürt, die mussten nach Süden hin, nach Richtung Idafein und Richtung Rinzeldörp. Ja. Noch da war es ruhiger. Da war es noch ruhiger. Aber als die Soldaten gekommen sind, wurden dort auch Kampfhandlungen durchgeführt. Da haben die noch nicht bedürft, noch heute finden mussten. Und alle wieder flucht. Ja. Dort haben wir auch mit Herrn West, aber wir werden ja noch leuchtet. Ja. Man hätte das so nicht wahrgenommen. Ach, sind die auch in Moor gegangen? Ja, auch in Moor. Auch in Moor, ne? Da werden bestimmte ja. Leute geboren, die wollen dort nicht wieder weg. Da haben sie dann so Einmannglocken einfach in Freiland ja. geraubt. Da sind sie ja. in Krumm. Ja. Und achter irgendein Wege, so ein Schutzwall oder so, haben die gesagt. Und du soll das ein ganz mooi Feuer west, dem du so guten liegen konnt. Ja. Hat so mooi Wehe west. Mhm. Und trotzdem sind die Kriegshandlungen ganz fürchterlich west. Und ja. Naube, der was in Norwegen, Beilbaum in Norwegen, der hat den Radiosender, einen Kriegssender, hat das west. Am 26. April 1945 hat er gehört, Potshausen nach hartem Kampf gefallen. Ach du ja. Kriegt das was ja eine Bezeichnung, dass hier. Ja. Harte Kampfhandlung ja. stattfinden. Ja. Ja. Und hier muss ja alles bis zum letzten Mal abgebaut worden. Verursacht wurden ja durch diese Kanäle und Dicken und so wieder. Ja, da sagten die ja achter, das wäre ja. natürliche Schutzwelle. Ja. Das haben die ja. Kampfhandlung forciert. Nicht? Ja. Und wat, wo ist das denn laufen mit den Kriegsgefangenen, die hier aufplatzen waren? Gräben die denn mit in die Kriegshandlung und was sind die Tegenhöhlen oder was sind die... Kann ich nicht so sagen. Die Kriegsgefangenen, da sind noch Stücke was, die haben sich noch so Panzer set und sind die Dörp gegangen und haben gesagt, der Bauer schlecht und der Bauer schlecht und dieser Bauer war gut. Ja. Und die wurden die dann schlecht westhalten gegen die Kriegsgefangenen, die haben sich den Hus dann noch in Brand geschoben. Ja, das hat man aber an der Szene auch mal gehört. Auch mal gehört, nicht? Ja. Das ist so. Ja. Die Kriegsfolgen sind das dann. Ja. Und das war schon... ganz harte Zeit damals. Man konnte nichts kriegen und wenn abbrannt, wegen Rollenshof, sondern Brüch auch. Das ist abbrannt, da wird Flucht. Ja. Da muss das Beleuchten wieder abgebaut worden, dann hole ich ein paar Jahre an, da ja, muss man ja hamstern. Und Versicherungsentschädigung gar nicht? Nee, im Kriegsfall ist das ja nicht. Nee, nee. Ja, und Firma Wolferle, die ja. hat ein paar noch ja kennengelernt, ne? Die hatten durch die Meister, der Hauptlehrer, hat da Verbindung gehabt. Nach Firma Wolf und in der Küsterhut, die auch die Küsterreihe hat. Da werden große Töffern, sieht man denn, da werden Bühltörf und ja. Köln. Und dort haben die dann Wien in verstoppt, weil sie retten wollen in Leier. Wenn die sagt, ob Land kommt, da sagt nichts.
Wir haben das alle unter Turf verstoppt. Ja. Wo ihr sowieso bühlt, auch uns Leute, haben ja alle was vergraben, Wettsocken und so wieder. Ja. Und Wolf, ja, mein Wolf hat dort den alkoholische Getränke und so wieder da verstoppt und das haben die Soldaten da was mitkriegen. Und da ist das U-Ort. Ja. Wenn die ja alkoholisiert und dann kann man so genau schauen, was dann entstand in so einem Zustand von den Soldaten. Ne? Ja, da kann man so da ist das dann in den Augen durch diese Negativsocken dann noch ja, ganz fürchterlich schauen. Ja, sie wurden nicht alle gut gestimmt, einige wurden nicht bösartig. Ja, das ist das. Das ist das Problem dann, ja. Ne? Ja. 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 Ja, und sie haben das Schuljung, dass sie noch hier in der Portion in Schul werden, auch ja auf verhältnismäßig leuchte Platz von der Frau mitarbeiten, ne? Ja, Platz habe ich gar nicht, wir haben leuchte Burgerie, ja, das denke ich. Leuchte Burgerie, ja, ja. Leuchte Landstee. Platz, wenn ihr da in Dörp, die Boden, ja, da haben ja. Die Platz, und in Reiterland, da reitet noch ein Licht von Platz, aber ja. Hier bei uns, wenn das da auf die leuchte stehen, das waren ja meistens, wo der Mann hinging zu arbeiten, entweder in Fröhm oder bei Bohr. Er will dann ja feste Arbeiter. Ja. Und dann muss die Frau die zwei, drei Kerle versorgen und ein paar Swien und Hörner und Schaub und was das Hotel und die. Und das war damals auch so, ja, allen so. Ja, in uns allen gut. Mein Vater hat kein bei Bohr nicht Arbeit. Die, sie haben so mit ein bisschen mehr, ein Kerl mehr und Swien mehr Mäsen und so, so helfen auch konnte. Helfen konnte. Ja. Nicht? Und das haben wir dann als Kinder auch mitkriegen. Wir hatten uns natürlich auch ja, uns Glocken mit Küken. Ja. Und Knicke hoch, wo wir dann so ein bisschen tierische Erfahrung sammeln. Denn. Naturverbunden, ne? Ja. Ja. Aber dann konnten sie auch als Hennig Jung konnten sie auch mit Ohrs umgehen, ne? Ja. Immerhin mit Ohrs Arbeit. In Nauberskop, die hatten ja allen Ohrs, im Gegensatz zu den Buren, die hatten ja mit Pär. Ja. Ne, die hatten ja mit Pet und Fohl und Vermehrung. Ja. Die hatten ihren eigenen Nachwuchs und bei uns wäre das dann mit Ohrs. Ja. Weil der Unterschied zwischen Pet und Ohrs ist, dass Pet gerade noch ein Licht und Geld tut, wenn er alt wird, ist nicht viel mehr wert. Ja, so ist. Und der Ohrs, so alt als er wird, geht immer zu Geld hin, weil er immer schwerer wird. Und wird immer wertvoller. Wurde immer wertvoller. Und das Fleisch war nie alt und taui. In Kriegstiet, in der Tiet, da wurde nicht sehr von Ohrenfleisch, sondern der wird blieb, wenn es was hat. Wenn er bei dem Port war, ja. Ja. Und somit wird das dann üblich, dass die werden stolz, wenn sie in dicke Ohrs verkaufen können. Ja. Nee? Und die gehen für den Bi und sorgen für den Nachwuchs. Dann wurden von bestimmten Kaudäer, wurden Bullkalf, die wurden ja entmannt oder kastriert. Ja. Und der wurde mit den Ohren, Ohrs abgetrunken, abfällt, dann lebt er mit. Ja. Als Beiläufer so, dass die das kennen, die auf Acker, dann wohnen die, mit Ohrs wohnen die immer langsam. Ja. Immer versichtig, Völkchen für Völkchen. Ja. Und das war bei uns auch so, ich habe auch noch Bilder von Frauen, wo uns Vater und uns Opa ganz stolz auf so ein Bild stand mit Ohrs. Und das hat auch in Zeitung stand. Mhm. Und da steht wie, der Ohrs hat so viel Fuß groß und so viel Gewicht hat. Ja. Das wäre die Stolz von den beiden. Und da gab es viel Geld. Und dann haben sie ein Lücke Ohrs, den Nachwuchs, und dann war der Ohr, Ohrs war schon voll über. Ja. Dann wurde er gesagt, ja, der hat Ohrs auch wohl so wie, dann wurde richtig Lücke fest vermaut. Ja. Wenn fest nicht, aber dann wurde ihm, wo man dann dauert, wenn du das Ohrs verkauft, dann muss ich ein Lücke einen Schluck abnehmen. Das ist also kein gelben Grund. Ja. Ja. Und das war so. Zusätzlich Einkommen all pro Jahr. Ja. Dicke Ohrs verkaufen. Ja. Da braucht ihr ja gar Geld. Braucht Geld. Ja. Und das war ja früher noch knapper als da auch. Ja. Das geht. Das ist so, ja. Ja. Und Rohrseiden konnten sie auch gut. Ja, das hätte es gegeben. Weil mein Vater, als ich 12 Jahre alt war, da ist mein Vater krank geworden. Wo lungenkrank und da sehe ich mich. Du bist ja noch ein kräftig, du hast das ja alle was mitmacht, du kannst wohl was tun. Ja. Ich helfe dir ein bisschen mit und gebe dir noch ein bisschen Anleitung. Ja. Und das was Ding hast, denn, wo dann ja, wir hatten ja von allen so ein bisschen, was früher ja so, Rauch und Kohl und Tuffels und Rauben und all so was. Und dann muss ja Kohl fahren worden und Blaukohl sieht man da ja an. Richtig, ja.
Und das kam in Do ab für die Kerl, in den Winter, da wurde die Strom, so kurz neben. Ja. Ja. Und dann musst du die Kohlacke kannst plauen. Ja. 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 Für mich wird doch was voll verlangt. Ich muss auch noch das Kerl lernen. Ja. Aber wir werden ja, normalerweise haben wir ja sonst nicht so viel. Und dann habe ich das auch gemacht unter Anleitung von meinem Vater. Und das klappt auch, der hatten ja früher so einen Stellplauch, einen Holtenplauch. Die kommen so ins Zelt, die liegt gebäude alleinig. Ja. Die wurden genau ausgestellt, wenn man Geld plaut hat, kriegt man eine Ohrstigung, ja. Selbstverständlich. Fein, ob langsam fällt der, ja. Ja. Und das hat Geld geklappt. Und dann hat er ja mir gesagt, wenn du so einen Acker hast, dann plaust du miteinander, dann hast du ein Mittel vor. Ja. Und da ist es nochmal durch, dann hast du Feuerfüllt. Und der Rohr, da darfst du auch auf Feuerämmers abdehlen oder Feuerpaten abdehlen. Und dann sagst du, das erste Viertel, dann weißt du halt ungefähr, wo es geht. Mit ja. Hand wird gesagt. Ja, genau. Mit einem Doppelwurf muss das gesagt worden. Oh, ja, ja. Ja. Mit halb Hand. Ja, halb Hand voll und dann ja. Doppelwurf. Ja. Und da kommt man nicht voll mit dem Morgen, so was gesagt wird, kommt dann auch hier ab. Ja, so ist es. Aber ja. Da hat Geld geklappt. Und unser Naubes, der hat mich beobachtet, der gegangen hat zu arbeiten. Da muss ich auch, uns Vater hat auch mit Osten verarbeitet. Und da sind sie mich, das hat so mooi gemacht. Du kannst täglich auch drauf uns Acker auch drehen. Ja. Mir ging das auch hier drum, dann kriege ich ein paar, so ist, ja. Paar Marken Knipke ja. Als Jung. Ja, das ist auch ja was wert. Ne? Und somit bin ich dann so ein bisschen frühzeitig in die Landwirtschaft inwesen worden und hatte auch Interesse an, das ja. Muss ich sagen. Ja, das Interesse muss hier gewesen, aber muss auch hier weg worden. Ne? Und ja, aber ja. Das kommt ja durch Ereignisse, sowas, was ich auch immer erzählt habe. Ich war, glaube ich, 8 oder 9 Jahre. Da rät mein Vater mich mal abends ab und sagt, du musst mir mithelfen. Und ich habe gekriegt Lammer und da sitzt ein Lamm, der sitzt Dwask. Ja. Ja, das hat verkehrt in Geburt. Ja. Und ich kann doch nicht gehen, ich habe große Hand, sei, aber du hast eine leute Hand. Ja. Da musst du die eben so überfüllen, so was er mir das erklärt hat. Und ja. Dann das Lamm mit den Rögel schrauben und dann kannst du doch mitbringen. Putsche sind noch hören in Augen. Ja. Ja. Und das hat auch geklappt, kriege ich auch ein Leben Lamm da rum. Kick. Ja, und dann fällt er nochmal in mir auf, und noch ein Sinn, ja, sagt ihr noch ein? Ja. Und dann hat guckt, das Glück, dass ich auch 3 Lamme kriege. Kick, ja. Dann in Pommel in Feld und kriege ja. 3 Lamme. Da sind Sie auch Geburtsherr gewesen. Ja. Ja. Und ja. Das hat sich so geprägt, das habe ich noch mit Kerl, ich muss jeden Mal in Kerl fallen. Ich will das nicht. Nee. Ich muss jeden in Kerl fallen, auf der Aal abstehen werden. Ja. Da muss man jeden Gefühl für ihn. Ja, so ist ja. Und auch mit dir sehen dann. Ja. Und das habt ihr, ja, ich glaube, die Bold wird von da auch her nochmal, ja, wenn die Junge nicht ist. Ja. Wir kriegen so viel Kerlmilch, wenn nicht auf See ist. Im dritten Fall noch voll auf See ist. Ja. 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 Und somit bin ich dann relativ früh all in die Materie in Welt. In Landwirtschaft. Ja. Aber sie sind auch mal, als ob in Baufirma wärst, in Strattenbach. Ja. Geht dann noch, kommt ihr das Kerlmilch. Ja. Und dann, ja. Der Tiet wäre ja so, dass man hatte wohl ein Kerl mehr, aber viel mehr was doch nicht. Da muss man auch davon leben. Und dann, ich wollte auch wohl ein bisschen Knipke haben. Und da habe ich dann die Firma, die hier Straßen machen, die da in den Jahren mit auf die Flurbereinigung der erste für Bezufen kommen. Richtig, ja. 253. Und da wurden Straßen gebaut in Bezufen, südlich Bezufen, Bezufselei heißt das. Und da ist irgendein Arbeiterstel, hat mich beworben oder mehr. Ja, ich konnte mal da ranfahren. Ja. Da habe ich dort dann knapp ein halbes Jahr mit wie nach der Firma gegangen. Firma Siemens von Loga Bierum wäre das. Mhm. Das war all Geld und schön, das muss aber all mit Hand gehen, da war ja all Handarbeit. Und da auch mit dem Minibagger und all Technik und da muss ich all mit Hand. Schürb nimmt von auch keine mehr in Hand. Nein, da muss ich einen Schürb mitbringen. Ja. Aber das Einzige, ja. Was man mitbringen muss. Ja. Vernünftigen Spür. Nicht der Langsteil sind. So ist, ja. Nein, das warst du weit von Arbeit auf. Ja. Den Langsteil mitbringen. Da kannst du, dann. Ja. Ja. Aber danach sind sie doch wieder in der Landwirtschaft zurückgekommen. Ja, und das hat mich da auch genießt, so dass ich den jeden Morgen, du musst wie jetzt uns Hausarbeit da wissen und der ja. Und dann noch 4 Mal hin um halb 8 antreten. Ja. Und wo du gehasst, war so nicht so gemütlich. Nee. Und das hat mich auch nicht gesagt. Und dann, ja, 15, 16, 17 Jahre, dann sagt man ja doch, was macht man? Ja, sicher, ja. Aber das sind aus Bohr waren sie und hätten nie leider. Nee, bin von da auch nicht. Nee, kann nee. Ich denken, ja. Nee, das ist so. Ja, und Pazosen,
was ja das NATO-Gebiet, ja, 35 Kilometer von Nordsee entfernt. Hm. Und trotzdem bleibt hier noch Ebbe und Flut. Ja. Ja, ah, ist, ja. 6,5 Stunden. Zweimal am Tag. Ja, ja. Kommt Hochwasser und geht auch wieder weg. Ja. Und da haben sie ja eine lange Zeit ohne Leben. Ja. Ja, nicht bloß dazu, sondern das, ja, ganze, ja, das ganze Gebiet. Ganze Umfeld. Ja, ja, ja. Das Lederjümme-Gebiet. Ja, Lederjümme-Gebiet und auch darüber hinaus. Das ist ja das ganze Bett noch hoch hin, ja, und dann südlich noch Feindgebiete noch. Bin dann lange dran und genau, so wieder. Ja. Und dann fange ich in Leer-Nettelberg an, ja, Lederjümme-Gebiet. Und Lederjümme-Gebiet ist 75.000 Hektar groß. 75.000 Hektar? Hektar, ja. Das habe ich von Lederjümme. Das ist gewaltig. Unterlagen. Ja. Das ist das gesamte, ja, Gebiet. Ja. Und das Wassereinzugsgebiet, was in Lederjümme reingeht. Die Lederjümme ist ein Niederungsgebiet. Ja. Wir liegen hier, wo wir nun wohnen, an Landverdick, liegt wie 1,5 Meter unter dem Meeresspiegel. Ja. Wenn Dicken und Speerwerk nicht gab, dann haben wir zweimal am Tag 1,5 Meter Wasser drin können. Ja, ja, ja. Und diese Verhältnisse, das hat die Leute damals ja all, das war von Anfang 19. Jahrhundert auch all Gedanken gemacht, aber die Technik wird nicht so weit, dass sie das in die Hand kriegen konnten. Nee. Und du gehört für die Kriegszeit, haben dann all ziemliche Überlegungen, was sie wollen, die Leder spähen, dass das Hochwasser nicht mehr so weit in Land rennen kann. Ja. Nicht? Wie Stürmenflauten in Haas, kam das hier ja schlagartig drin. Gewalt, ja. Manchmal in September als, ja, Frau. Und wir unterlitten dann auch 2 Fluten. Nein, ja, in Land. Das liegt noch vorlaufen, die, ja, genau, die kommt überall hin. Dann kriegen bloß noch die Höcken drauf. Ja. Wir haben noch so bestimmte Sandrücken, da kriegen die noch gut. Ja, alles andere was blank wurde. Ja, und ja, dann ja auch das übrige Gebiet, nicht bloß zwischen Leder und Jümmer, sondern auch noch beide Seiten. Ja. Nach Südsied und auch, ja, Nordsied. Das ist ja französisch, ja. Das hat dann noch beide Seiten überlappt, ne? Ja, und da sind dann Überlegungen gegangen, aber da ist die Krieg dazwischen gekommen, da ist das ja, hat das gestockt. Ist nicht wieder verfolgt worden. Und das ist für den Krieg, ist das auch wie ein Krieg? Ist das, ja, in den ehrendartigen Jahren, 1939, ja, da haben wir alle Überlegungen gewesen. Ja. Ja. Das war ja logisch, so gab es auch Wasserbauleute. Ja. Nicht? Und, aber da, die Kriegszeit und die Mittel werden ja, nicht so. Nee. Das ist klar, aber sie haben ja nicht bloß mit der Worte von Nordsee zu tun, also mit Erb und Flut, sondern hier läuft auch hier das Binnenlandswasser durch, ne? Und das war ja genau was? Hier in der, nicht genau, aber in etwa, die Linie, wo es sich da treiben hat, die Flut, ja, treibt sich mit dem Bodenwasser. Ja, und wenn dann bloß Regen kommen hat, dann läuft das zu das Bodenwasser, wie liegen, was wir eben gesagt haben, plus minus null oder etwas unter, ja, Meeresspiegel. Ja. Und das letzte Wort, das kommt ja von Ammerland bis hin zwischen auch dem Meer und, ja, dann auf die Seite Kloppenburg, ja, südlich Küstenkanal, kommt ja all noch hierher. Und all hier. Und das Küstenkanal, da, das, ja, ist ein rotes Durchlässe, die meisten Wetten kann ich, nee, läuft all noch das Lederjümmergebiet her. Ja. Über die Fenster und dann kommt das hierher. Und das Wort, ja, das liegt bei dem Land, das liegt ja bis hin zu 5 Meter, 7, 8 Meter höher als hier. Und, ja, das Wort läuft ja Badauer. Das kam hierher und die Flut kam auch. Und, ja, der Treffpunkt, das ist, die Flut ist in bestimmter Höhe, hat das immer. Ja. Hochwasser und normal Hochwasser. Oder wenn du einen Sturmflut hast, ist es noch 1 Meter hoch. Ja, aber Meter in Trostück, das wird Erde, aber das ging hier dann mit Gewalt von über Land. Ja. Weil sich das hier treiben. Ja. Nee? Einmal von ist unten. Ist verständlich, ja. Und kijk, da ist ja die Planung wieder lopen und haben das Speerwerk gebaut. Das ist ja 54 inwerkt worden. So, haben es gelegen auf Krieg, haben sie das, ist die das Idee gelopen? Ja, hat, ja. Ich glaube, 50 sind die, 4 Jahre haben sie gebaut. 50 sind die Anfang zu bauen und dann ein paar Jahre vor dem haben sie die Planung gewesen. Ja. Da haben sie wie leer ja das Speerwerk gebaut. Und das war so vor dem Haas drauf, hat einen enormen Sturm geflaut, da hätte er sozusagen den Härtetest dann auch bestanden. Ja. Ja. Und das war ja was für die Wasserbauleute und für die Landwirtschaft, die dann was mit Wasserbau zu tun hatten, dass sie sozusagen konnten, nun kommt kein Hochwasser mehr, nun kommt bloß noch das Bodenwasser. Ja.
Und das können wir dann hier aufleiten. Die Flut können wir bremsen. Ja. Und können das Hochwasser in die Flüsse sammeln und dann aufleiten. Wie Leifwasser. Ja, dann natürlich ist aber mehr Druck, ja. Das kann auch verschwinden. Ja. Ja. Und vorher war es trocken von Haas, von November bis April, Land ohne. Was Land ohne? Ich weiß genau, dass dann die Maul hätten, den nur auf der Erde halten. Von da aus halt noch über die gegangen. Ja. Die Vorhersage gab es doch ja. Und das war ja so. Hier werden ja die Dicken noch relativ gut, aber ein bisschen hoher ab, was nicht Kloppenburg oder ja. Da gab es ja kaum Dicken. Ja. Dann kam das Wasser ja über Land hier so in das Lederjümmel. Von 8. lebt das ja voll. Das Mauerwasser. Ja. Das Suhrwasser. Ja. Und das war ja Nadel für die Lü, wenn das all Mauerwasser hier auf Land stund, dann lebt Land wart. Ja. Wenn das von Klei, von Hochwasser, da sagt ja Klei, ja. Dann lebt grau. Ja. Und das war ja Dünger. Da braucht erst noch mehr. Ja. Ja. Und da habt ihr diese, die dann in die Bodendörpen, dann wird wieder Fruchtkirchen haben. Die haben gesagt, da muss wir ja was dann machen. Da haben die Sielachen gegründet. Ach ja. Ja. Und die Sielachen ist ja das Wort Sielen. Ja. Früher, wenn dann Lechworte wäre, ja. Dann mussten die Siel lopen, dann ja. Konnte das jetzt den Hammer gut lopen. Ja. Aber die Flauten kamen auch was hoch, ne? Ja. Und da wurde das ja alles schwieriger. Da haben sie in den Jahren ja bald überall auch Flurbereinigungen inreicht und auch Dörfer und haben dann Vorflutet gebaut und Schöpfwerke und haben dann das Wasser drüber gepumpt. Ja. Und dann damit haben sie das in der Hand. Ja. Dass sie sagen konnten, wir mussten gerade Vorflutet machen, weil das Wasser, die sogenannte Trockenlegung. Ja. Und diese Maßnahmen, das waren ja nun wirklich kostspielige Maßnahmen. So ein ja. Lederspäherwerk. Ja. Wer muss das denn bezahlen? Das hat Bund bezahlt. Hat Bund bezahlt? Land, Deutschland. Ja. 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 Da war damals in der Unterlagungszeit in der Verkehrsminister Seebohm hat das gemacht. Oh ja, der Name sagt. Der hat auch bei der Inweihung West ja. Und hat das dann auch als Errungenschaft für diese ganze Region. Und das wäre auch so. Das ist auch ein Segen West, das Lederspäherwerk für ja. Die ganze Region. Ja. Ja. Und wer was denn für die Seele? Zuständig für die. Da gab es jetzt sozusagen die Fürstände von den einzelnen Worteachen, das werden ja die Sielrichter. Ja, da war es aber in Bodenhand. Da war es in Regeln in Bodenhand, weil die Bodenhand jetzt Land. Ja. Und die wählen dann auch Fürstände, ich habe da auch lange in Ausschuss werden. Sie hatten ja. Ausschuss und sozusagen ja. Aufsichtsrat und Fürstand. Nicht? Und dann wurde das ja, ja, da ist ja der Jümmerverband gegründet worden, mhm. Auch aus, in der Phase dann. Und. Das hängt ja all ein nicht anders. Und die werden da ja von begeistert. Das wir ja das, von da auch ist noch erlebt, wird eine Bürgerinitiative gegründet und man ist erstmal dagegen, wenn was gemacht wird. So ist das leider, ja. Ja. Aber hier profitieren ja nicht bloß die Bauern von. Nee, hier allgemein. Hier profitieren auch ja die ja. Privaten von. Ja. Und das war ja eigentlich dann auch eine Nutzen von der Allgemeinheit. Das wird, ja. Und Bürgerinitiativen, ja, will hat er ja. Nee. Du warst aber in der Warnung, was du mal tegen. Wenn er was entschert war, aber da wurden die sogar Föhle gekrakelt. Ne? Ich weiß ja noch, mein Onkel, der war sogar was Olle, und der hat uns auch mal geholfen, wo wir nun hier in Hamburg wohnen. Da hat er gesagt, was wir dort in Hamburg, in das Olle Blaugras, auf dem Dach wohnen, wenn wir dort wohnen, dann kriegt man mal auf Dach Water in Köken. Ja. Die verschmachen dort. Ja. Nicht? Und mein Vater war immer von Övertüg, weil wir hier in Hamburg, hier war es auch genau der klare Grund, was Över. Mhm. Der Boden war gut, aber das war eine ziemlich verrufen Gegend, weit weg von Dörp. Und man muss über den Land verdicken, mit Perlenwagen drüber, und das sagen die Leute an. Darum war das hier, ich sag mal, zweitklassig Land. Ja. Land wäre dick, sagen Sie. Ja. Wo kommt der Name her? Der Saal, von dat, was das Wort auch sagt, ja. Land gegen Werden, gegen Worte. Ja, so. Und der diese Dick ist hoge. Diese Dick ist hoge, die liegt zwischen Ledau im Südlichen und Jümme ist nördlich. Ja. Und der geht von Ledau bis nach Jümme hin. Ja. Und dann haben die in am Dörp der Böhr, die Boden, die haben die Dick unterholen und auch mocken muss, ja. Weil sie das Mauerwasser nicht haben wollen. Aha. Die wollen ja Schlickwasser bleiben. Ja, richtig. Ja. Und da haben sie das Land gegen das Mauerwasser wert. Ja. Und, Land wert. Dort ist auch jetzt so eine Geschichte, hier wieder nach Norden, gehört für Gümme. Dort macht den Land für dich zum scharfen Knick.
Ja. Und achter der Knick ist ein ganzen Decken Kolk, rotes Kolk hat der. Ja. Rotes Kolk. Da haben sie erst noch so recht gewusst, wo der Name herkommt, aber nun noch alle Aussagen oder alle Geschichten, soll dann wohlhabenden Grundbesitzer Westheim, der östlich in dem Mauerwartegebiet wohnt hat, und der hat das auch nicht haben wollen, der soll den Dick durchgraben haben. Ach. Und da ist ein Heilstück von dem Dick weggespült und der ganze Hammock ist losgelaufen in diese Kolk drin und ausgespült. Ja. Der ist grundlos. Da sind. Da kriegen wir ja nur. Frau, sehen, so kann mehr Dachlatten aneinander binden, da kriegst du ja. keinen Grund. Nee, wo kann man, ne? Ja, weil der ganze Hammock dort achter sagt. Ja. Und der lebt los. Und der kriegst ja nur befasst, ne? Nee. Nee. Aber kijk, da war das ja mit den Dicken, wo ja wieder mit der Trockenlegung und dann ja. mit der Sperrwerk und der Deichpflege und der Lederjümmerverband ist gegründet worden. Da wäre das ja nachher hinfällig. Aber die Land verdickt, das ist dieser Windschutz, der hier für Tuchland läuft, ja. der ist auf die Land verdickt gepuckt worden. Ja. Nee? Aber er wurde als Dick nicht mehr gebraucht. Nee. Aber in der damaligen Zeit, als er das noch mitgemacht haben und der Worte was auflaufen, in Vorjahr, dann kommt ja irgendwie doch daran, dass sie was bereinigen denn. Ne? Was ist denn ihre erste Arbeit? Ja, wenn Land so weit wäre und das Worte weg was, dann wurde sie erst, wie gar noch Hammer kennen, wie man Göten drüber machen, das ja, Land drüber. Das war auflaufen konnte. Das Worte auflaufen konnte. Schloten und Göten muss ja, man sehen. Mit Flöthau und dann haben wir hier so einen langen Mess, dann ja. Laden schneiden sie wieder ja, an. Ja. Die schneiden dann Göten lang einmal aufschneiden und andere mit ja, Flöthau drüber machen. Ja. Und dann, oh, da hätten. Sauber getrocknet hat das dann. Ja, ja, da wurde mehr umlegt. Ja. Ne? Das ist ein akkurat Mess, weil da wurde bohren, aber meten. Ne? Ja, das war so. Ja. Und das kennt man nicht. Von da auch nicht, man geht maschinen, wo man geht haben muss, aber ja. früher war es dann mit Förk und Schlödauer und Ladenschneider und Rad und dann kommt auf Rad nach Hamburg. Ja. 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 Bulletee oder Kaffee mit. Ja. Ja, da war es dann. Ja, und dann, als das Land dann. Dort Speerwerk, Schutz was. Da fing das ja an, dass man sagen, nee, nun können wieder mehr vermachen, ne? Ja. Da war auch die Überlegung, dass das besiedelt wurde. Ja, da ja. kam ja die Flurbereinigung von Aurigut, wo dann gesagt, Portzuden hätten großen Hammer und der ist nicht verkehrsmäßig erschlossen. Ja. Und da wurde dann ja in Ladentown Versammlung. Ja. Und ja, die Buren, die in Dörp werden, die werden lebskeptisch dorthin. Weil die Staat da auch geingriffen die mit Zuschüssen und Regelungen. Ja. Aber sie haben sie das dann so schmackhaft gemacht, dass sie dann letztendlich das auch teilgestimmt haben. Und haben gesagt, jeder Hof wird an einer festen Straße angeschlossen. Ja. Jeder. Wofür war es das nicht? Nee, dann wurden ja alle über Sandweg. Haben sie alle Sandweg? Wir mussten ja auch, wo wir noch Schäulern gegangen sind, das waren ja alle. Sandwegen und Rad vor Patera langs. Ja, und ich muss ja auch ständig unterhalten worden. Ja, und auch ja die Beanspruchung, wo ihr Grote, ja. mit, wenn einer oder andere mehr Däden hatten und so wieder. Ja. Und ja. So haben sie dann gesagt, dass in Anfang der 50er Jahren, nein, noch Speerwerkbau ist das ja, eher in den 50er Jahren, die Entwicklung wiederging und die Flurbereinigung kam. Und das hat sich dann auch schlagartig bemerkbar gemacht. Da wurden die Flächen wurden gedrückt gestellt, weil das Wasser weg war. Und dann wurde Land ja kultiviert, auch ja da wies dort über die Flurbereinigung. Sie haben auch so festgestellt, dass der Untergrund so viel auch eigentlich für Tiefflugmaßnahmen. Ja. Da sind die Bühlflächen hier in Hamburg und dann achter südlich Portzuden. Da sind große Flächen, da gab es eine Firma Ottomeyer ja, in England. Die sind auch in Wiesmoor aktiv. Ist. Oh, ja, das ist aber mit der großen Dampfblähung. Ja, ja. Da weiß ich noch, die bei uns, wo wir da uns wohnt haben in Rinseldorf. Die Flaute, wo ihr einen Saal trocken. An Saal. Von zwei Lokomobilen, ne? Ja, sogar Lokomotiven, Dampf. Ja, und dann trocken die Blau von einer Seite nach anderen. Ja, einfach dort, alle dort, Flohen und ja. über Wahlen und was da wäre. Und ich war ungefähr einen Meter Tagen, die wir 2 Meter gingen in Grund. Ja, mit 2 Meter, ja. ja. Und kijk, ja. da kamen wir wie zumal auf große Ackerflächen. Und da hat auch gewöhnt Folgen. Da wurden die Betriebe auch alle größer. Und sie konnten ja intensiv wirtschaften. Ja. Und ich war ja in der Zeit,
was wir eben gesagt haben, in uns Leute gewagt, denn ja, auch an Landwirtschaft interessiert. Und da kamen sie bei uns, ich war damals mit meiner Frau, dann als damalige Freundin, ja, zusammen. Und ja, sie schlugen uns vor, wenn wir wollen, wir können auch Umsiedlung kriegen, wenn ich wieder in der Landwirtschaft blieben würde. Ja. Ich habe okay, nicht offiziell gelehrt, sondern ich bin ja, ich habe meine Landwirtschaft und Erfahrung kriegen, ja, von Olden und von Naubes. Ja. Und da haben sie uns gefragt, ob wir denn wollen Umsiedlung interessiert werden, an Umsiedlung. Ja. Das wäre ja ganz was Fremdes für uns eigentlich. Ja, was war nicht, ja. Aber wir sind darauf eingegangen und Olden sind, wenn du das wollt oder deine Freundin mit, wir werden ja noch nicht verheiratet, dann gehen wir darauf in. Dann, ja, da kam Obervermessungsrat Burkhardt mal nach uns hin und hat uns dann das vorgeschlagen, wo das lopen die und wo das vonstatten ging, der so das schmackhaft macht. Ablauf, denn, ja, ja. Und dann haben sie uns in Dörp, die wurden ja umsiedelt, ja, für Husen hat das ja, für solche Betriebe. Eine Minnudörp, auf zwei sind Minnudörp, größere Betriebe, die in der enge Dorflage werden, ja, die sind auch in Hammer. Und die haben dort das verloren? Ja, die haben das verloren. Ja. Und sogar was die Leute der Landwirtschaft, ja, haben. Die sind am Rand von dem Potsdamer Flurbereinigungsgebiet, wurden Flächen dafür bereit wollen, da war ein Flächentausch. Ja. Und dann konnten wir uns noch wünschen, wir waren einfach der Erde dann mit, die hier rutschen konnten oder die sie das Angebot machen denn. Die können sie solche Landstätten so. Dann kommt man entweder dort in westliche oder hier in nördliche oder in Osten. Ja. Nach Bager hin dort. Ja. Und uns Vater, wir hatten hier ein Hektar Land, habe ich. Da sehe ich immer, wenn wir nach klar werden können. Aber hier achter Land wird dick, dort ist noch fast, da kommen wir wohl, ja, klar werden. Da gucken sie dann hin. Die kennen sie Land hier. Ja. Und da ist dann der Bauplatz geworden. Und das wurde dort der Bauplatz. Ja. Und da haben sie gesagt, dann kriege ich dort einen Betrieb und die wurden an das Verkehrsnetz und Strom und so wieder anschlossen. Ja. Genau. Und auch mit Wasserleitung und alles. Und ja, das können wir dann auch komplett, ja. Okay, und da kriegen wir hier dann 28 Hektar Land herwiesen. Wir haben solche, bloß 6 Hektar. Ja. So eine genannte Aufstockung. Ja, da war schon ein Geld Schub, ne? Ja, muss aber auch finanziert worden, das finanziert worden. Aber da wurde ja so finanziert, dass man machen konnte, ne? Ja, und ja, heute gesehen war das günstig. Da war es eine Bühlbelastung, ne? Ja. Ja, das war's. Also krank worden durchgehen und Urlaub machen? Nee, das passt ja. Aber ja. Und dann wäre der Wunsch, dass wir dann auch heiraten, meine Frau und ich. Ja. Und dann wäre wir dann auch heiraten und sind hierher gegangen. Ja. Das höre ich ja mit Tau, dass man dann einen Grund nach hat. Ja, das wollen wir. Das tut wieder gehen. Ja. 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 Und das ging ja über die Kulturamt von Audi. Die haben das dann auch alle regelt und die, ja, Mittel besorgt. Muss wir natürlich noch auftragen und so, ja, wieder. Klar. Ja. Aber das hat sich dann auch positiv entwickelt. Aber so, als der Onkel da vorher gesagt hat, in das Blaugras, da kannst du nicht leben. Aber das Blaugras, das muss ja verschwinden, ne? Ja, das muss verschwinden. Das, und du kannst das Land, denn, als das Deibblau warst, ist das allgemein Deibblau geworden? Nein, immer da, wo die Sandrückens werden, wird Sand hoch genug und wo Geld, ja, Sand wird. Der Sand muss sich da auch vereinigen. Genau. Das haben sie hier nicht gefüllt, und bei uns da noch nicht. Nee. Wir hatten bloß ein 3 Hektar Stück, was dann Ackerland wäre. Ja. Aber die anderen Flächen, das war ja minderwertig sozusagen Blaugras. Ja. Und das ist in der Ansaat worden. Ja, das ist aber auch blau geworden. Blaugt und Ansaat und, ja, trainiert. Mhm. Und da kommen wir dann, wir kriegen dann Stahl mit 20 Kerje plus Jungfei, kommen, ja, wir dann auf Stahl. Das wäre ja. Das war der Grundstock. Weil wir werden dann wollten, begegrotete Buhr, ne? Ja. Wenn man nur die heutige sieht, passt das ja noch nicht für uns. Nee. Aber man hat sich dann ja entwickelt. Aber das Gras, was du dann warst, auf diesem Grund, den du dann doch drüben warst, der war auch ertragreich und die Hose. Ja, so der war enorm. Das Gras war so gut. Ja, das war's. Ja. Ja, das war's ja drüben und dann näht. Ja. Und in näheren Sorten, das war schon für so handig, da muss man sogar so einstellen. Ja. Anders wird das Knie hoch, das, ja, war's ja. Die kennt man doch nicht, dass man all den, ich sag mal, Anfang Juni oder eher Mai als meiden muss. Das, ja, war in Juni, Juli, wo man erst, ja, noch, ja, eher Schnee, ja, hat. Aber das Land ist auch damals auch drainiert worden? Ja, ist ja all drainiert worden. Hier? Ja. Die Vorflut ist entsprechend auch. Ja, das ist all gebaut worden. Schöpfwagen dabei. Schöpfwagen dabei und
Straßen baut und dann haben sie relativ in einfacher Form, da wurden nicht gerade U-Koffer, sondern da wurden Sand und Hammer gekippt. Ja. In der Richtung wurden gebaut, solange es Wächung wurden auch vorne, das war ja auch günstig, ja, genau. Den Sand was zu kriegen und haben ja. Kolkenmockt und ja. Straßenmockt, der nun mittlerweile dann alle, ich sag mal, zweimal Nauarbeit sind und, ja, und renoviert so. Sind. Und, ja. Aber die Entwicklung war rasant. Ja. Da kommen ja die Trecker so ab, das wurde mit Peer wurde die nicht mehr, dann die Motoren nicht mehr bearbeitet, nee. Das konnte ich auch nicht. Wann kam denn der erste Trecker bei euch? Ja, da, als die Flurbereinigung kam. Ja, und also dann, in den 58er Jahren? Ja, in den Jahren. Ja. Ja, da wurde ja erst die Jagd aus Aal gehört, hat das dann. Ja. Und als wir hierher gehen konnten oder sollen, ja, vor dem kriegen wir dann auch einen Trecker. Ja. Ja, von Hohmann von Felsum. Ja. Was ein 26er Komik. Mhm. Was ein moin Trecker. Meine Frau, die fuhr dann auch so rum und die schwärmte verdauen von den Trecker. Da sehen wir uns Naube, die dann da noch mit Ohr von die. Da kommen wir mit nach Russland her, dort ist mehr Bot mit so einem Trecker, mit 26 gekommen. 26 gekommen. Da brauchst du in Russland gar nicht mehr anfangen. Nee. Aber die Entwicklung ist jetzt so wieder gegangen und das ging auch nicht mehr anders. Nee. Das hat man ja gar nicht so mehr bearbeiten können, ob das nun meinen oder sonstige Arbeiten werden. Nee, das ist ein heil an der Werk. Ja, ja. Aber da hat sich dann auch gearbeitet. Von 26 ist 50 geworden. Und ja, so ist. Und die entsprechende Maschine da achte, ja. Da kommt ja dann auch ja. Ruckzuck innerhalb von Kurt. Wenn man das, habe ich nur gelernt, Johann, der Falken sagt, wenn man das ist, sein hat, was wie von da auch an Maschinen und wo Riesendinger hier von ja. Da auch laufen. Dinge über Frauen, da haben man ein so ein Maiwerk an Trecker. Ja. Und von da auch kommen sie mit Maiwerk, was. Drei Maiwerk an einen Trecker mit ja. 12 Meter. Ja. Nee, ist ja, was war sehr, das ist Wahnsinn, aber ist ja. Doch gebaut. Nee. Kann man sagen, ja. Oft auch so Mordwerk auch nicht, aber dann doch jedenfalls. Die Entwicklung das, ist so. Die ist so, ja. Ja. Da kannst du nichts anhalten, ne? Ja. Ja, und nun sind sie hier auf dieser Fläche, sind sie nur Bauer. Ja. Und haben die Wirklichkeit nur hier dann doch ein Heibeland zusätzlich bekriegt, ne? Ja, wir haben noch was Flächen gekauft und auch Gebühren gepacht. Ja. Wir sind nur mit 90 Hektar und auch 90 Kerl so rufwerk mit ja. Relativ viel Nachtzucht. Hm. Und Jung, mein Jung und Zwiegertochter, die machen das ja. Wir haben ein paar Enkel, die auch gelöst an Landwirtschaft haben. Ja. Also wir auch heil stolz darüber. Dass, ja, das ist eine Zukunft hätten, nicht? Das hört ihr ja dann auch mit tun, ne? Ja. Aber wenn wir nun nochmal an die Tiden denken, wo es vorher west ist und wo es neu ist, ja. Dann hätte ihr nicht bloß die Boden holten, ne? Nee. Das hätte ja dann doch für das gesamte Gebiet, hätte doch einen gewaltigen Schub gebraucht. Entwicklung, ja. Ja. Das ist das. Ja. Für das heil Dörp, ja, und auch für die alte Dörpen sind ja über Flurbereinigung fast alle. Ja, Einzeldörpen, die haben sie. Da nicht herumschlucken konnte. Nee. Aber die werden noch Jahre später werden die dann achterob. Deutlich. Kann ich denken, ja. Deutlich achterob. Aber so Däten und Felde haben ja. Mit profitiert. Ja, so was Felde hat damals auch noch kein Flurbereinigung gehabt. Nee, kann ich denken. In Bergen wollen wir, ja. Aber in rein landwirtschaftlichen ja. Region und in Feld was noch ein Bild, ich sag mal, Arbeitnehmer, die da wenig Interesse an haben, ja. Da ist kein Flurbereinigung west. Nee, ja. In am Dörp, der Börg haben das auch und ja. In Filsum. Und der Börg und. Ja. Und am Dörp liegt ja noch liegen als das hier. Ne? Ja, liegt noch etwas liegen. Nicht ja. Verhöhlen, aber liegt ja. Noch etwas liegen. Ja. Das ja. Ist hier in so einem Gefälle dort. Darum haben sie auch den Dick gemacht, ja. Dass das mehr Worte da nicht hängen genau. Am Dörp. Ja. Das wollen die nicht. Aber dort haben sie ja dann da auch gewaltig profitiert. Mhm. Das ganze Gebiet ist ja, doch wertvoller geworden. Ne? Wenn man darüber nachdenkt, von da auch noch dort haben, was da auch in den ganzen Jahresablauf ja. Unterscheid, ne? Ja. Habe ich da in den Gesprächen mal erwähnt. Dann sagten uns Olden und mit uns Naubers, die Mannlü, die sagten im Winterdach, oder ja, im Winterdach, Zartin, dann sagten sie, ob die alte Körben machen. Ja. Und mussten mit Flegel das Korn dröschen. Ja. Das habe ich gar noch nicht so mitgekriegt. Ja, da warst du die Urlaube von der damaligen Zeit. Ja, das war ja. Ja die in den ja. Nachkriegszeit und Anfang ja. 50er Jahren. Ja. Dann wurde Korn mit Flegel dröschen. Ja. 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 Was, was auch was Besonderes. Das kann man sehen. Ja. Die Gemeinschaft war ja noch größer da. Ja. Ne? Es wird von da auch ist, die ne? Gemeinschaft, ja. Da warst du auch damals auch in der Typ bestimmt noch ein Hebel mehr warten, nämlich, ne? Ja, ja, ja.
Da wo ich bin nur hier Vorsitzender von Florbranjung und wir haben nun vergangen Mond, letzten Mond, diesen Sommer, habe ich eine Straße gebaut, die ich als Jungkill noch mit meinem Wagen mit Kuhl habe, wo ich Sand noch bauen kann. Und nun wurde, da hat so viel Sand zwischen, so die Rippen dann nicht alle kommen, nun wurde ich hoppelig. Und da kann wie noch sein, dass das dann aufgekauft ist, nun, wo dort mit Hand mein Werk worden ist. Da wie ist der Sand drauf noch. Haben Sie es nicht alle gemacht? Nein, hat nicht alle gemacht. Aber ich habe das alles mit Bigwest. Ja, können Sie auch ein Kieswort geben. Und du, wenn der duschen wurde mit Flegel, das Stroh, das wo ihr fein liebevoll behandelt, dann muss ihr Strohdocken verbunden worden. Strohdocken, ja. Und jeder Haus hat Pan mit Strohdocken. Ja, und die wurden so fein, nur im Tuffelkeller wurden dann die Bohnen mit 25 oder mit 50 Strohdocken wurden die abstoppelt. Ja. Das war ein Prestigefrage, wo viel man gebunden hat und wo man abstoppelt. Und da war so überall Verwendung für. Ja, die kam der wie so gut an der Gegend, wo nicht so viel Acker oder Roggenstroh haben. Wo die Blut von Roggenstroh, dann körben die die. Ja. Nicht, und körben so viel, ich sag mal, 2000 Strohdocken ab. Ja. Dann haben nur ein Lüb Geld vermogen von das Stroh. Was du mit Mosin aus? Ja, oder körben binden und all sowas. Das wo ich um den mogen. Und dann kam den Daumen binden, wo ihr düchtig über einen oder anderen lästert. Ja. Und Tee getrunken und dann gab es noch einen Schnaps. Und nur hat doch Geld wert, dann ging es wieder raus. Ja. Dann haben die noch mal mit dem Brot. Ja. Das war so, was ich dann in der Zeit noch mitgemacht habe. Ja, das war so eine helle Zeit, wenn man daran zurückdenken darf. Ja. Man mochte sich nicht unbedingt wehr haben, ne? Nee, obwohl so ein, mal so ein Weg als so Frau, das mochte ich noch mal wehr. Das kann man denken, ja. 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 Das Gesellige. Oder das wenn noch eine Frau wo kann mit dem Dach helfen, wie man einen Baum über den Kopf macht, mit Drecksauch. Ja. Und dann war man heil weg wie ein Baum, der über den Kopf macht und mit Drecksauch könnte man auch gehen. Und wenn er dann wie Winterdach mal ein Fest war, dann wurde ein Schwein geschlagen und auch dort sicher das Schnecke braucht, einen einladen, auch nicht. Ja. Was war hier auch so? Ja, da war es so. Und ich war jetzt jung in Hus, ich habe auch nicht Rufwest, was wir immer gesagt haben. Ja. Dann kam der bei uns an, uns vorne, der mein Opa. Der hat als Rinsel dort mit Mölden aufbrannt ist. Ja, der ist noch Krieg, der ist dort Krieg. Der Krieg aufbrannt, ne? Ja. Und dort ist ein Leder überbleiben, Pitzbienleder. Ja. Und der hat so Lücke treue, die Stufen. Ja. Wenn man nicht einander. Dann sind Naubes an mich, du musst uns eben helfen, den Schwein schlagen, du musst Leder auch mitbringen. Da konnte den Schwein mooi anbinden, weil die. Ja. Wollt mehr Stufen haben, den Leder. Pitzbien, was der hart holt, was glatt und sauber. Da wurde das Wien dann anhangen. Und ich habe da eine Erinnerung an. Ich habe den Finger in die Wurstmaschine gekriegt. Ach Gott, ja. Da ist er mit drüber, oder? Mit Wien schlafen, mit Aufschneiden, ja. Ja. Und das war immer das Ereignis. Ja. Saß in ein Wien und der andere wurde wieder verhört mit Feuers. Ja. Und in jedem Haus wurden zwei Wien schlafen. Ja. Und auch arbeiten, nicht? Die wollen auch arbeiten, ja. Ja. Du musst auch mit körperlich arbeiten. Dann musst du auch mit über den Pott, ja. Ja. Und man braucht sie nicht umdenken, dass man zu dir geworden ist. Ne? Da muss man ja eigentlich doch. Dafür hat man ja körperlichen Einsatz genug. Genau, so ist es. Von morgen bis abends. Immer Handarbeit. Ob das Pferd oder Mäsen oder Nächel liegt, was will, was ja alles mit Hand. Ja, Potzosen ist aber hier nicht bloß als Bodendörf bekannt. Da hat auch ja einigen Heilbürt eine Aktivitäten gegeben. Ja. Hier war es doch. In den letzten Jahren warst du Pastor Werkmeister hier. Mm. Und Pastor Werkmeister, was hat er denn hier? Ja, der ist ja. Außer sie in Predigt gemacht. Der war ja als Pastorin am Dörpneburg. Ja. Und von dort kam er auch genau dazu. Und hier war ich ein Superintendent Hur. Der Superintendent von Kirchenkreis. Was hat immer ein Superintendent Hur? Ja, ja. Und hat er zweimal ein Superintendent Schauf fest. Ja. Pastor Schauf und Superintendent Schauf. Ja. Und die haben ein großes Fahrgebäude. Ja. Das war die Superintendentur. Und das kam dort an, weil Potsuste Kartengemeinde, die war relativ rick. Das ist einfach die größte Gemeinde, laut Fläche gesehen. Die hat 96 Hektar Kartenland. 96 Hektar? Bestes Kartenland, all an Lederland, Klarland. Ja. Fast all. Ja. Und der hat auch der Old Open den Schauf hat Katechismus ja übersetzt in deutsche Sprache. Ja. Ja. Das ist, von Latein in deutsche Sprache. Ja.
Und das war eine angesehene Person und ja. Somit habt ihr auch hier so ein heil komplett Pfarrhaus hat. Ja. Und da wird Pastor Wertmeister in Anfang der 50er Jahren ja der Gedanke hat, dort eine Bildungsstätte zu bauen, so für die Landbevölkerung. Ja. Jungenlügung hierher. Jungenlügung Auf Lehrgang, in Seminare. Ja, ja. Und das hätte gegen voll Widerstand, hätte das durchgesetzt. Die haben das alles nicht für voll genommen, das ging ein paar Jahre lauter dafür, dass wir über den Kopf kommen. Ja. Aber Pastor Wertmeister war ein fixer Mann. Wenn der sich was vornimmt, dann klappt das auch. Ja. Er hat noch einen Aufwand gewesen. Und mit Landkreis und Landrat und so wieder. Und da hat das auch ja 3 Jahre oder wo lang anhalten, da ist das 54. Ja, 54 ist entwehrt worden. Da ist das entwehrt worden, ja. Und dann gab es da die allgemeinbildende Kurse, wo auch die allgemein Jungs und Jugendlichen auch ein bisschen auf Vordermann gebracht wurden für den, von der Landbevölkerung. Ja. Leute wurden lü, die jungen lü. Ja. Auch was werden da, was alle das sind dort in die erste Kurse west, die leben den Mann lü, Kurs, jungen Kurs lebt von Oktober bis Weihnachten. Ja. Und Frau lü was denn von Januar bis dann der Osten, also Anfang April. Ja. Aber das war ja überall bekannt, also ganz aus Freisland. Ja. Ja, also überall aus Freisland hinauf. Ja, hinauf, ja. 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 Das da hat einen hellen Hogen. Anerkennung. Ja. Ja, und auch den Bühl, du hast da West. Ja. Nee? Das ist auch Geld ankommen in, auch noch in den Wiederbereichen. Ja. Nee? Und jetzt auch bis Zeit von der Augen noch. Ich bin auch seit fast fertig hier dort in Förstand. Ja. Ich habe immer den Bezug noch so ein bisschen da beitragen können, dass das auch wieder laufen kann. Ich habe auch von Kartenförstand, ich war da die Jahre in Kartenförstand. Ja. Und, aber die Arbeit hat sich ja mittlerweile ganz ändert. Die allgemeinbildenden Kurse sind da ja irgendwann mal installiert worden und wir sind das Gefühl, Fortbildungsseminare und wir haben nur eine Lehrleiterin und nun klappt das auch wieder, Herr Geld. Die Landeskirche hat die Förderung von den Bildungsstätten einmal installiert, wir sind sozusagen auf eigenen Beinen. Aber wird immer noch ja, in dieser Weise, so als Wertmeister da dann gegangen hat, wiederfällt? In den Firmen ja. Ja, aber die Aufgaben sind ja verändert, weil die moderne Zeit ist ja ganz anders. Ja. Das sind ja Bildungsurlaube und andere, allen möglichen Bereichen. Aber auch jetzt. Für junge Leute, auch für Erwachsene? Und Erwachsene, okay. Ja. Da sind halt von VW-Werk und Nächlig, was so. Wir haben nur auch eine renovierte Husen, wir haben ungefähr 100 Betten. 100 Betten sind ja. Mit dadurch angestellt. Und Gastronomie ist da auch oder nein, das haben wir installiert. Das, ja. Das passt nicht zusammen. Und da spielt Finanzamt auch nicht mit. Nein. Nee. Und dann wurde das in Catering, wurde das von der Versorgung? Nein, Eigenversorgung mit, für die Lü. Also aber die Gastronomie, wenn sie einsetzt, was sie so mit Seniorengeburtstagen und Hochdienst und sowas, was ja möglich ist. Nein, das ist verinstellt worden. Aber Versorgung, dann ist ja gute Einkommen. Ja, gute Einkommen. Doch, ja. Wir haben den besten Ruf, was immer die Köken von der ganzen Wagen. Ja, Gerhard Köchenleiterin, der ist nur in Pension gegangen, wir haben auch einen Nähen und der ist auch nicht so Geld. Ja. Das ist best of day und das läuft auch Geld. Da bin ich auch stolz darüber. Das ist ja dort, da hat Bezogen auch keinen Bekanntheitsgrad gekriegt. Ja, in ich sag mal Land Niedersachsen. Wenn man doch von Ulkeheit, dass Bezogen eigentlich im Boden da ist, dann ist das doch über die Grenzen der Route weit. Wir sind ja der einzigste Boden dort mit einem Hochschul, ne? Ja. Ja, da will er was heiten. Volkshochschule, von daher auch eine Bildungsstätte. Ja, ja. Aber ist natürlich, ja. Ja, wir haben an Suppenland Schaf. Und Portosen habe ich eigentlich eine besondere Erinnerung. Und zwar so wie für mehrere Jahre, so wie in Israel und Jordanien. Weißt? Und in Jordanien habe ich eine schnelle Schule in Amman besorgt. Ja, in Amman, ja. Ja, und da so wie hell vornehm empfangen worden. Und ganz abgeschlossene Leute, die da sitzen, die uns in Arbeit machen, die hat uns in Werk der Fürstelt, und zwar ist er damals inrichtet worden für Kinder, die schwierige Verhältnisse haben im Haus, aber auch schwierig zu ertreten. Ja.
Und die sind da unterbrochen worden und die sind da eigentlich auf der richtige Kurs gebracht worden. Oh. Und da habe ich die ganze Anlage da besichtigt. Unter anderem habe ich da in der Karg auch Bilder von Pastor Schaf in verewigt ist. Oh, ja. Yeah. So ein Schaf. Auch seine Frau. Oh. Und da habe ich ein paar feine Bilder von aufgenommen. Und da will ich hier ganz gerne noch mit an. Fragen. Ja. Diese Schaul, die soll da, nachdem wir da weg sind, werde im Moment nicht, in welchem Jahr nicht, ist aber 5 Jahre her gewesen, die soll dann noch erweitert werden, auch für Wichte. Also, aha, dass man da rundum doch eben, für die Jugend, die ein bisschen Schwierigkeiten hat, von Haus aus, auch von Erziehung her, dass man denen dann die Grundlage schaffen will, wo sie dann um den richtigen Gleis kommen. Denn. Also wir haben dann, da war es ein Karg-Torn, BD-Karg, und die Jungs kommen mit nach oben hin und haben die großen Glocken davon gehört. Oh. Ganz wunderbar. Was ich meine, als die Titel, ich habe ja, weiß nicht, 32 Jahre in Karkenfürst und West, und da ja, kam mal ein Schreiben, dass dann bitte äußert, wo die Karkengemeinde von Zuhause macht auch noch mal in die Bereich von was so ein Schauf, der mal gegründet hat oder unterstützt hat, nochmal eine Spende geben für das Kartenfenster in genau. Jordanien. Und das ist gemacht worden. Das ist auch gemacht worden. Ja. Ich weiß bloß, dass wir da gesagt haben, das können wir als Leute Kartengemeinde nicht allein, das ist wiedergegeben worden an den Kirchenkreis. Ja. Wir haben Summe gegeben ja, und der Kirchenkreis hat mit übernommen, das bleibt noch unter Erinnerung. Ja, aber die Kartenfenster ist die Sünde. Und da steht dann auch in, dass die gesperrt worden sind von Franzosen. Oh. Und die aus Friesen stand seitdem in Jordanien in ganz hohem Kurs. Hohem Kurs, ja. Da kann man nicht alles sehen. Ist immer auch, ja. Das ist, und die Abbildungen davon sind auch in den Kartenfenstern in Arbeit von Suppenland, Schaf ja, und seine Frau. Ist ein Wunder, da. Ja. Ist doch nicht selbstverständlich, nicht? Nee, das ist absolut nicht selbstverständlich. Aber ganz wunderbar, Kartenfenster. Ja. Ja, nun haben wir uns so viel erzählt, Herr Kleemann. Nun können wir endlich bloß noch sagen, wir bedanken uns dafür, ja, dass Sie uns die Zeit gegeben haben. Und Sie sind nun inzwischen Seniorbauer, aber haben noch so viel Ehrenämte. Ja. Und ich hoffe, dass Sie noch heil lang in Ihren Ehrenämte noch tätig werden können, mit guter Gesundheit. Dann kriegen Sie erstmal näher Knie, aber dann loppen Sie hinaus, in das Haus. Ja, vielleicht. Nicht so gau, aber. Ja, Sie sind ja jedenfalls der noch bei, dass Sie Ihre Ehrenämter auch bekleiden können. Und für uns ist das ein wertvolles Projekt, was wir für uns Fehmuseum Eiland mit in uns Zeitzeugenprogramm mit innehmen. Und wir bedanken uns recht herzlich dafür, wie Herr und auch wie Ihre Frau, die uns die leckere Tee gemacht hat und uns wie Herr in Haus aufgenommen haben. Ja. Dankeschön. Ich bedanke mich auch. Ich habe immer ein gehen mal was von Frau vertellen muss. Ja, und wir holen das nur fast. Macht von da auch noch gehen und ich bin blieb, das seid ihr mal besser und nehmt das im Mob. Fein. Ja, freut uns auch, dass das so ist. Ja. Ja. Danke, ja. Ja.